Hey ho, meine Lieben, heute mache ich mir mal wieder ein Hähnchen in der Heißluftfritte, aber nicht irgendein Hähnchen, sondern ein Maggi-Hähnchen. Ja, ich hab's heute Nacht noch etwas einvakuumiert mit leichten Problemen. Tja, und wie sieht's ja jetzt gleich im Anschluss die Probleme, bevor es dann in der kleinen, aber feinen Küche mit dem Vieh weitergeht. Ja, und den Rest auch in der kleinen, aber feinen Küche, ganz genau. Gut, gehen wir rüber, quatsch mal weiter. Damit das Ganze ein Maggi-Hähnchen wird, ja, muss das natürlich in Maggi, oder sollte es in Maggi eingelegt werden. Boah, halb zwei Hammers in der Nacht. Deswegen tue ich das Hähnchen in einen Einschweißbeutel. Jawohl. Ja. Kurz die Hände spülen. Dann nehme ich eine Maggi-Flasche. Wie viel ist da drin? So viel. Bis hierher ist sie noch voll. Schraub den Verschluss ab und dann kippe ich hier erst einmal das Maggi. Moment, das ist so. Sieht man das? Ein bisschen was schön innen rein und den Rest kippe ich hier einfach rein. Und dann schweißen wir das Vieh einfach in den Beutel ein. Das mache ich jetzt. Da habe ich den Vakuumierer. Na. Schon lange in meinem Einsatz gehabt, der geht halt auf. Ich stelle mir jetzt wieder an. Ich will natürlich nicht, dass der Vakuumierer das Maggi anzieht. Deswegen muss ich hier jetzt ein bisschen aufpassen und experimentieren. Mann! Man sollte mitten in der Nacht nicht mit solchen Sachen hier anfangen, glaube ich. So. Ich ziehe jetzt als erstes nur Vakuum, dass ich die ganze Brühe hier drin habe. Muss ich nochmal den Beutel sauber machen und das Ganze neu starten. Verdammte Axt. Das war jetzt das erste Mal, dass mir das schief gegangen ist. Drum mache ich jetzt hier alles sauber und tue dann schnell einvakuumieren und dann sehen wir uns wieder. Ich sag ja, nachts um halb zwei. Tja, Maggi, von den einen geliebt, von den anderen gehasst. Ist auch ein Würzmittel, was es ja schon seit was weiß ich wie vielen Jahren gibt. Was steht hier drauf? Gar nichts. Irgendwann haben sie mal, doch hier, seit 1887. Mhm. Ja, ich packe jetzt das Hähnchen schnell aus, schütte das überflüssige Maggi weg und war jetzt über 12 Stunden hier drin. Trockentupfen, nee, nicht unbedingt, aber aufschneiden, ausleeren und dann geht es hier ja, in der Schale weiter. Und dann wird schon gespießt. Mhm. So, da haben wir's. Da ich jetzt auch keine Lust habe, dass man jetzt zwei Tage lang die Hände nur nach Maggi schinken, habe ich Handschuhe angezogen. Das ist aber auch schon der einzige Grund. Also das Ding hat ja, eine schön dunkle Färbung angenommen.
Und dann spieße ich das jetzt wie gehabt auf meinen Spieß auf, um das hinterher noch zu verschnüren. Weil ansonsten flattert es hier rum wie sonst noch was. Einmal die Stelzen. Ja, den Arsch sollte man hier fast auch noch ein bisschen festbinden. Den Bürzel schneide ich auf gar keinen Fall ab. Das haben wir jetzt schon öfters gehabt und besprochen. Ne, so klappt das auf gar keinen Fall. Da tue ich den Spieß andersrum drehen. Vielleicht brauche ich es dann doch nicht doppelt festknoten. Weil meiner Meinung nach, wenn man den Bürzel abschneidet, läuft da das ganze Fett raus. Und damit der Geschmack. Andere behaupten, der Bürzel muss weg, wird bitter schmecken etc. pp. Davon habe ich persönlich noch nie was gemerkt. So, wie machen wir jetzt die Flatterflügel fest? Irgendwie will das Vieh nicht so, wie ich will. Dann fesseln wir die auch einfach aneinander. Ja, es sieht schon dieses Mal sehr merkwürdig aus mit dem Maggi. Ja, ich mache noch mal eine Bindung auch komplett außenrum. Dann weiß ich, dass das schön zusammenbleibt. Manche Hühner wollen einfach nicht so, wie man selber will. Ja, jetzt ist aber genug. Tja, und zu guter Letzt, Leute, kann ich die Handschuhe endlich runter tun. Salz, Pfeffer, Paprika, einmal außenrum. Ob das jetzt unbedingt nötig wäre oder nicht, das weiß ich auch nicht so genau. Eben wächst der Maggi, aber ich mache das jetzt ganz einfach so und gut ist. Genau deswegen habe ich das vorher auch nicht abgetupft. Dann bleibt das ganze Zeug nämlich ein bisschen besser dran heben. Kommt da jetzt noch was? Ja. Ab in die Heißluftfritte, würde ich sagen. Gehen wir über. Erst einmal in aller Ruhe da reinhängen. Doch geh halt rein, Feigling. Das habe ich auch noch nie gehabt. Jetzt ist drin. Oh, der Kessel schleift ein bisschen am Boden. Macht nichts. So. Einschalten. Ja, 185 Grad, viel zu viel. Wir gehen jetzt Anfang auf 120 Grad. Ich stelle es jetzt gleich mal wieder auf eine Stunde. Ja, 65 Minuten, auch egal. Drehspieß an und los geht's. Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Ja, und ganz leicht schleift das Bäuchle am Boden. Das wird
schon funktionieren. Da schleift er ein klein bisschen. Ah, lassen wir es drehen, wie das Ding am Schluss wird. Wir werden sehen. So Leute, jetzt kriegt das Vieh noch schnell die letzte Ölung. So, muss ich jetzt bloß zwischendrin wieder zumachen, dass es wieder weiter dreht. Butter wäre jetzt vielleicht sogar fast leckerer, sinnvoller gewesen. Mit jedem Öffnen dreht sich der Spieß immer in die andere Richtung. Kenne ich irgendwoher. Aber ich habe jetzt einfach schneller Öl genommen. Das tut es jetzt auch auf die Schnelle. Wir wollen hier. Jetzt dreht sich wieder weiter so rum. Naja, egal. Hauptsache einmal ringsrum eingeölt. Und gut ist. Jetzt sollte ich aber trotzdem noch irgendwie die Brust erwischen. Ah, die haben wir ja schon. Okay. Zwischendrin kann ich ja mal dann nochmal mit dem Pinsel reingehen, was alles runtergetropft ist, drüber pinseln und gut ist. Und genau so mache ich das jetzt. Ja. Was soll ich sagen? Genau so mache ich das jetzt. So Leute, nach geraumer Zeit hatte ich das Hähnchen tja, von der Temperatur erhöht. Jetzt sind wir bei über 70 Grad, also dauert es immer lange. Mittlerweile habe ich auf 170 Grad. Nach einer halben, dreiviertel Stunde hatte ich auf 150 Grad erhöht und dann eben jetzt nochmal etwas höher und insgesamt die Zeit verlängert von der Stunde noch, ja, knappe halbe Stunde verlängert. Ja. Das ist zu sagen, im Backofen sind Pommes drin. Bald kann ich essen. So Leute, das Göckerle wäre fertig. Jawohl! Tue ich mir in die Königsform hier einfach rein. Und auf Pommes und fertig. Und so esse ich das jetzt. Mhm. So, dann kommt das Hähnchen aus Packerl. Nein, zu heiß. Ja, wenn man schnell ist, könnte es gehen. Na, ich komme jetzt runter hier. So. So, Dalle. Dann noch die restlichen Fesselspiele beseitigen hier. Geh halt jetzt auseinander, bevor ich mal jetzt die Finger komplett verbrenne. Der Flügel schmeckt schon mal. Lecker.
Und ich werde das Hähnchen hier jetzt, tun wir das hier mal weg. So, nochmal. Ich werde das Hähnchen jetzt, so wie es hier ist, einfach vernaschen. So. Oh, Kämm nach oben. Geil. Leute, das schmeckt richtig geil. Was soll ich noch dazu sagen? Probiert es selber mal aus. Schickt zwei Hähnchen über Nacht in ein Maggi-Bad. Salz, Pfeffer, Paprika außenrum. Und dann einfach grillen. Es ist echt lecker. Also extrem ist der Maggi-Geschmack nicht, kann man sagen. Aber er ist natürlich leichter. Gibt dem Hähnchen schon die gewisse Würze. Ja. Und hiermit verabschiede ich mich aus dem Video. Ich gehe jetzt ganz in Ruhe ein Hähnchen essen mit den paar Pommes. Achso, Tschaikowski. Nettes Kommentar, freundliches Kommentar, Däumchen nach oben, Abo, würde mich alles freuen. Aber jetzt bin ich wirklich weg.